Cyberport präsentiert das Lenovo Yoga C740-15IML. Die Lenovo Yoga C-Serie ist für Flexibilität bekannt. Dabei handelt es sich nämlich um Convertibles, die sich dank des 360-Grad-Scharniers auch im Tablet-, Zelt- oder Standmodus verwenden lassen. Das Lenovo Yoga C740 gehört, wie andere Notebooks der 700er-Serie auch, zur oberen Mittelklasse. Wie es sich im Test schlägt, erfahrt ihr jetzt. Die technischen Daten. Das Yoga C740 misst eine Breite von 35,8 cm, eine Tiefe von 23,5 cm und eine Höhe von 1,6 bis 1,8 cm. Insgesamt bringt das Convertible 1,9 kg auf die Waage. Der Bildschirm ist 15,6 Zoll groß und löst mit 1920 x 1080 Pixeln in Full HD auf. Unter dem Gehäuse unseres Testgeräts arbeitet ein Intel Core i7-10510U Quad-Core-Prozessor, der im Grundtakt mit 1,8 GHz und im Turbo-Boost mit bis zu 4,9 GHz taktet. Hinzu kommen 16 GB Arbeitsspeicher. Für Daten und Anwendungen steht in unserem Testmodell eine 1 TB große NVMe SSD zur Verfügung. Starten wir mit dem Design. Hier wurde das C740 im Vergleich zu seinen Vorgängern etwas verändert. Von außen wirkt das dunkelgraue Alugehäuse zwar gleich, aufgeklappt zeigen sich aber einige Unterschiede. Die Tastatur wurde um einen Nummernblock ergänzt, weswegen das Touchpad auch etwas nach links verschoben wurde. Die Chromumrandung um das Touchpad ist verschwunden, wodurch das Design jetzt etwas cleaner wirkt. Die Scharniere des 2-in-1 Notebooks sitzen schön straff und durch die Materialwahl ist es zudem sehr stabil. Das Gewicht ist auf 1,9 Kilogramm angewachsen, was für ein Convertible dieser Größe noch in Ordnung ist. Insgesamt wirkt das Gehäuse sehr hochwertig. Sehr gut! Das 15,6 Zoll große IPS Touch Display löst in Full HD auf. Die daraus resultierende Bildpunktdichte beträgt 146 ppi. Bilder, Videos und Texte werden somit ausreichend scharf dargestellt. Ein Unterschied zu einer 4K-Auflösung wäre aber sichtbar. Die Farbraumabdeckung schwächelt, mit 58% sRGB-Abdeckung ziemlich, das heißt Bildbearbeitungen sind damit eher nicht möglich. Dafür sind die Kontrastwerte sehr gut und die Farben wirken schön kräftig. Allerdings spiegelt das Display sehr stark. Die maximale Helligkeit kann mit bis zu 500 Candela pro Quadratmeter auftrumpfen, wodurch die Spiegelung gut überstrahlt werden kann. Die normale Touch-Funktion funktioniert einwandfrei. Gut gemacht! In unserem Testgerät arbeitet der Intel Core i7-10510U Quad-Core-Prozessor. Unterstützt wird die CPU von einem verlöteten 16 GB großen DDR4-Arbeitsspeicher. Alltägliche Prozesse wie Office-Anwendungen, Videostreaming und Surfen laufen absolut flüssig und rund. Einfache Bild- und Videobearbeitung sind möglich, allerdings sollte von grafikintensiven Aufgaben aufgrund der fehlenden dedizierten Grafikkarte abgesehen werden. Deswegen sind auch in puncto Games nur die einfacheren Titel mit dem Yoga C740 spielbar. Dank der SSD wird das vorinstallierte Betriebssystem Windows 10 Home schnell gestartet und arbeitet durchweg flüssig. Aufgrund der fehlenden dedizierten Grafik gibt es für die Performance ein Gut. Bei den Anschlüssen ist das C740 eher mager ausgestattet. Es kommt zwar mit zwei USB-A 3.1 sowie zwei USB-C 3.1 Ports daher, daneben gibt es aber nur noch eine Audiobuchse. Natürlich sind Convertibles immer recht sparsam, was Anschlüsse angeht, aber ein HDMI-Anschluss oder ein SD-Kartenleser wären trotzdem wünschenswert gewesen. Digitale Verbindungen können immerhin mit Bluetooth 5 und Wi-Fi 6 hergestellt werden. Insgesamt gibt es von uns gerade noch ein Gut. Kommen wir zu den Emissionen. Die Lüfter sind im Idle ausgeschaltet und drehen unter Last nur leicht auf, was für einen sehr leisen Betrieb sorgt. Unter Volllast messen wir auch nur knapp 35 Dezibel, was vollkommen in Ordnung ist. Die Temperaturen können ebenfalls überzeugen. Das Gehäuse erwärmt sich auf der Unterseite maximal auf 43 Grad. Damit steht das Lenovo Yoga C740 im Vergleich zur Konkurrenz ziemlich gut da. Ein sehr gutes Ergebnis. Nun zur restlichen Peripherie. Die Tastatur mit Nummernblock sowie das Touchpad des Yoga C740 fühlen sich sehr hochwertig an und sind angenehm zu bedienen. Lediglich der Druckpunkt der Tastatur könnte etwas fester sein, der Tastenhub ist dafür aber recht ordentlich. Auch eine Hintergrundbeleuchtung ist vorhanden. Der Fingerabdruckscanner funktioniert einwandfrei und zuverlässig.
Die Dolby Atmos Lautsprecher sind auf der Unterseite vorn rechts und links verbaut. Sie liefern für ein Notebook einen recht guten Klang und sogar ein wenig Bass. Insgesamt gibt es den Daumen nach oben. Die Laufzeit des 60,3 Wattstunden Akkus beträgt bei mittlerer Helligkeit und einer Mischung aus Surfen, Videostreaming und Office-Anwendungen knapp 11 Stunden. Somit kommt man definitiv über einen Arbeitstag hinaus. Dank Schnellladefunktion sind nach einer Stunde am Kabel etwa 75% wieder aufgeladen. Klasse gemacht! Unser Fazit: Das Lenovo Yoga C740 15 IML überzeugt mit einem hochwertigen Gehäuse, einer guten Leistung, tollem Hitzemanagement sowie einem langanhaltenden Akku. Dafür lässt jedoch das Display etwas zu wünschen übrig und auch die Anschlussvielfalt könnte für unseren Geschmack größer sein. Zudem finden wir es schade, dass es keine Version mit dedizierter Grafikkarte gibt. Nichtsdestotrotz geben wir dem Convertible, das eine unverbindliche Preisempfehlung von 1.295 Euro hat, insgesamt 4 von 5 Cyberstars.